Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video hier auf GamerCouts. Ihr fragt es jetzt vielleicht, wieso GamerCouts? What's going on? Also, es ist, und hiermit eine offizielle Ankündigung, es ist offiziell, GamerCouts ist back. Ab heute, Montag, den 10.06.2023, bin ich wieder live auf GamerCouts unterwegs, mache Let's Plays und Livestreams und oh mein Gott, bin ich gehypt. Das Ganze, wie ihr sehen könnt, auch mit neuer Ausrüstung. Ich habe ein wunderbares, neues, teures Podcaster-Mikrofon, mit dem ich ab jetzt reden kann, weil es richtig, richtig cool und richtig, richtig wild ist und richtig, richtig viel Spaß macht, dass meine Stimme damit richtig, richtig viel professioneller anhört. Das mein. Zweitens habe ich ein neues Licht, unter anderem ein Licht, was da hinten hängt. Das ist so ein rundes Licht, wo die Kamera drin steht. Das kannst du erstmal. Ich habe für unterwegs mir ein Keylight Mini geholt, was richtig, richtig wild ist. Das ist dieses kleine Teil und wenn ich hier drauf drücke, zack, jetzt an und das macht fucking viel Licht und ist einfach mobil. Damit kann ich mich jetzt hier noch besser und noch viel mehr ausleuchten. So ist ein Beispiel von unten. Uhahaha. Oder so von der Seite. Jetzt sieht man nämlich richtig schön den Effekt, wie eine Seite heller wird. Und das kann fucking hell werden. Ich glaube, das denkst du nicht auf der hellsten Stufe. Stell dich gerade so hell ein, wie es überhaupt nur geht. Wenn man das so mit einem großen vergleicht, ist es Wahnsinn, wie hell das sein kann. Jetzt ist es auf der hellsten Stufe und das macht echt wahnsinnig viel Licht. Also jedenfalls, das noch eine neue Sache, die ich habe. Und noch viel mehr. Und damit will ich offiziell mit GamerCouts wieder durchstarten. Und das wird auch sein. Heute Abend, am 19.06. bin ich ab 20 Uhr live auf youtube.com/GamerCouts. Und twitch.com/GamerCouts unterwegs. Und ja, fang wieder mit meinem Daily Business an. Zur ersten Runde SaaS Talk und nochmal das wunderbare, tolle Mikrofon, was ich auch gerade beim Reden benutze, einfach nochmal ein bisschen anhören werden, testen werden. Und dann werden wir natürlich auch wilde Games zocken. Die Rede ist zum Markt nach der Lego-Splatoon. Und bis Mitternacht, wie viel Bock haben. Das wird richtig wild werden, meine Freunde. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und seid dabei, wenn es ab Montag, also ab heute quasi, wenn das Video schaut, wieder offiziell losgeht mit GamerCouts. Mich freut es, die Reise nochmal neu antreten zu können. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil mir so viel noch auf dem Channel liegt. Und ich habe einfach Bock, wieder aus dem Leben zu erwecken. Und für YouTube sollte man einfach das machen, worauf man Bock hat. Ich habe Bock auf GamerCouts, ich habe richtig Bock drauf. Dementsprechend, ja. Mit dem offiziellen 1, 2, 3, 4. Mikro, wenn man so will, was ich für GamerCouts hatte. Davor hat es ja das Rode NTSA, was hier hinten rumflaggt. Davor hat es das Blue Yeti, was da hinten auch noch rumflaggt. Und davor hat es noch ein anderes kleines Mikrofon, auch noch irgendwo rumflaggt, wo auch immer es gerade ist. Ich hab die alle noch. Und das eben ist das Neue. Mit dem Mikrofon, was wirklich erst toll anhört, wie ich es finde. Ja, starten wir eben. Ja, ab heute quasi, wenn das Video schaut. Live rein! Zurück zu GamerCouts. Mich würde freuen, wenn ihr ab 20 Uhr dabei seid. Alles weiter gibt's dann da. Bis dahin, macht's gut. Sag ist. Und ja, gleich sage ich hau, aber ich hoffe, ich hab noch die alte Endcard. Das wäre nämlich sehr, sehr witzig. Irgendwelche habe ich, Mario Kart Endcard, Splatoon Endcard, aber ob ich die richtige noch habe, irgendwo muss die eigene sein, gleich geht's los, Intro, oh Gott, wo ist denn die, das, ne, die ist es mal nicht, ich will jetzt meine Endcard finden. Ne, der ist auch nicht, das ist tot. Boah, wo ist der Abspann? Ich finde den nicht. Ich glaube, jetzt auf die Schnelle. Hm, wir hatten ja mal so einen wilden Abspann. Irgendwo habe ich einen Abspann. Für. Ups, Hilfe, für GamerCouts auch noch. Die Frage ist halt nur, wo. Finde ich den jetzt auf die Schnelle? Egal, ihr wisst es. 20 Uhr geht's los und ich sag jetzt, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann hat man mal Kart-Abspann. Bis 20 Uhr hoffentlich. Macht's gut, bis dann. Und ciao.